Schönen guten Abend und willkommen zum Hessen Extra Corona und die vielen Fragen. Keine Treffen mehr mit mehr als 5 Personen. Ab morgen Mittag sind auch Restaurants dicht. Die nächste Verschärfung im Kampf gegen das Coronavirus. Eine Ausgangssperre droht. Wir haben Fachleute im Studio, mit denen wir all die drängenden Fragen klären wollen, die wir uns alle stellen. Das ist zum einen Saskia Steffen. Sie ist Arbeitsrechtlerin und Rechtsanwältin, spezialisiert auf Arbeitsrecht. Dann haben wir Jens Hoffmann, er ist Psychologe. Zu seinen Schwerpunkten gehören Kriminalität, Sicherheit und Bedrohungsmanagement. Und David Groneberg ist Leiter des Instituts für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Umweltmedizin an der Uniklinik Frankfurt. Er weiß besonders gut über alles Bescheid, was mit unserer Lunge zu tun hat. Innenminister Peter Beuth wird uns zugeschaltet sein aus Wiesbaden. Und Sie können sich beteiligen und Ihre Fragen stellen. Und zwar unter der folgenden Telefonnummer. 0800 80 55 555, also 5 mal die 5 am Ende. Oder auf unserer Facebook-Seite Facebook und dann HR-Fernsehen. Bevor wir gleich in unsere Gesprächsrunde gehen, wollen wir Ihnen ein paar aktuelle Stimmen zeigen. Wir haben uns heute in Frankfurt umgehört. Wie denken die Menschen über die aktuellen Entwicklungen? Ich arbeite hier im Einzelhandel. Ich merke das, was momentan für Chaos ist. Ich finde es auch nicht gut eigentlich, dass jetzt so viele Menschen am Stück immer in den Markt reinkommen. Ich fühle mich unsicher. Jedem Menschen, dem man begegnet, man weiß nicht, ist er infiziert, kann er mich infizieren. Man versucht Abstand zu halten, aber kann es natürlich nicht komplett vermeiden. Ich arbeite jetzt als Zahnärztin, ich kriege das bloß mit bei uns in der Praxis und ich habe kein Homeoffice oder sonst irgendwas. Ich höre den ganzen Tag keine Nachrichten, außer ich komme natürlich nach Hause. Und ich kriege das immer bloß bei den Patienten mit, wie das da ausschaut. Die werden wirklich richtig verrückt mittlerweile, habe ich das Gefühl. Anscheinend. Es ist ja so, dass die Leute nicht drauf hören, im Großteil zumindest nicht. Wenn man so am Main lang geht, sieht man ja, dass da große Leute, Menschen an Sammlung einfach sind, die, denke ich mal, das irgendwie noch nicht ganz kapiert haben. Und ich denke mal, die Sache ist ernst. Und man darf es einfach nicht auf die leichte Schulter nehmen. In Wiesbaden tagt im Moment der Krisenstab. Innenminister Peter Beuth hat sich jetzt für einen Moment losgeeist. Herr Beuth, was ist der aktuelle Stand? Welche Maßnahmen sind geplant? Naja, Sie haben gerade in der Anmoderation die Maßnahmen ja schon skizziert. Wir sind heute im Kabinett, im Corona-Kabinett zusammen gewesen und haben die Verordnung entsprechend angepasst. Wir werden den Bereich der Versammlungen und die Tatsache, dass wir weniger Menschen auf den Straßen haben wollen, vor allen Dingen Zusammenkünfte unterbinden wollen. Deswegen haben wir dafür gesorgt, dass wir jetzt nur noch fünf Menschen sozusagen zusammenkommen dürfen. Wir haben bei den Veranstaltungen hatten wir zunächst eine Anzahl von 100 Personen vorgesehen. Mittlerweile sind wir dort ebenfalls auf 5 Personen runtergegangen, weil wir einfach verhindern wollen, dass die Menschen sich nach wie vor noch treffen. Es gibt sehr, sehr viele unvernünftige Menschen, die in den Städten und in den Gemeinden unterwegs sind, sich treffen und sich austauschen und damit halt eben eine weitere Gefahr setzen. Und deswegen war es wichtig, dass wir heute noch mal dafür gesorgt haben, dass die... Herr Beuth, haben Sie schon Erkenntnisse, wie sich die aktuellen Maßnahmen ausgewirkt haben? Haben Sie die Mobilfunkdaten auswerten können? Wissen Sie etwas über die Bewegungsströme? Das sind Daten der Telekom, die an das RKI, also an das Robert-Koch-Institut, weitergeleitet wurden, um dafür Sorge zu tragen, dass die Erkenntnisse, die existieren, halt eben sich dort genau anschauen zu können. Und das liegt beim RKI. Aber wir haben ja selbst hier in Hessen festgestellt, dass wir an vielen Stellen die Menschen nach wie vor in den Gaststätten unterwegs waren, dass sie sich getroffen haben in den Parks. Natürlich, es war schönes Wetter, aber genau das ist jetzt in dieser Situation das Falsche. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Menschen nicht zusammenkommen, dass sie sich nicht austauschen, weil das ist die größte Gefahr, die im Moment gesetzt werden kann, dass der Virus sich über diese Übertragungswege weiter verbreitet. Herr Beuth, wie wollen Sie denn dagegen vorgehen? Ist die Polizei da das richtige Mittel? Die Ordnungsämter und natürlich auch die hessische Polizei werden ab morgen weiter dafür Sorge tragen, dass die Verordnungen auch durchgesetzt werden. Die hessische Polizei hat einen eigenen Landeseinsatzstab gebildet und wird morgen
mit den Kräften Präsenz zeigen, draußen unterwegs sein und mithelfen, dafür Sorge zu tragen, dass die sozialen Kontakte, also die persönlichen Kontakte auf der Straße zurückgeführt werden, nicht mehr stattfinden, weil das ist die größte Gefahr für die Durchseuchung unserer Bevölkerung. Herr Beuth, wir haben ja auch Zuschauer, die ihre Fragen stellen können. Wir haben jetzt eine Frau in der Leitung, die anonym bleiben möchte. Sagen Sie uns bitte Ihre Frage. Ja, schönen guten Abend. Genau, es geht um Folgendes. Ich arbeite im Kinder- und Jugendhilfesektor, nicht im vollstationären Bereich, sondern teilstationär. Das heißt, die Kinder kommen nur zum Nachmittag. Meine Frage ist, mit dieser neuen Verordnung, was heißt das im Alltag für uns? Dürfen wir uns dann zusammen mit den Kindern, wenn wir über 5 Personen sind, überhaupt treffen? Herr Beuth, haben Sie es gehört? Ist es möglich, dass also die Betreuer treffen? Die Verordnung, ja. Ich habe das Fallbeispiel jetzt nicht ganz genau verstanden, aber es ist so, dass wir natürlich für den öffentlichen Raum die Verordnung gemacht haben und im öffentlichen Raum dafür Sorge tragen wollen, dass dort die Menschen vernünftig sind, sich nicht begegnen und mit ihren persönlichen Kontakten weiter dazu beitragen, dass der Virus sich weiterentwickelt. Das ist ja das Ziel. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass nicht eine weitere Durchseuchung, vor allen Dingen nicht eine so schnelle Durchseuchung der Gesellschaft stattfindet. Also eine Betreuung von mehr als 5 Kindern wäre nach wie vor möglich? Eine Betreuung von mehr als 5 Kindern in einer entsprechenden Einrichtung unter der Voraussetzung, dass die Hygienevorschriften entsprechend eingehalten werden, erscheint mir nach wie vor möglich zu sein. Herr Beuth, Bayern hat ja nun Ausgangsbegrenzungen verhängt. Ausgangssperren kann man nicht sagen, weil es noch die Möglichkeit geben soll, dass man spazieren gehen kann, dass man einkaufen gehen kann. Also es sind Beschränkungen. Wie ist es bei uns in Hessen? Denken Sie auch daran? Wir werden jetzt erstmal die Maßnahmen uns anschauen, die wir jetzt getroffen haben. Die Wirkungen in den nächsten Tagen und am Wochenende, am Sonntag, wird ja nochmal das Bundeskabinett gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten nochmal eine Telefonschalte haben. Und da wird man sich über vielleicht weitere Maßnahmen auch unterhalten. Im Moment ist es erstmal wichtig, dass die Maßnahmen, die wir getroffen haben, dazu gehört auch, dass ab morgen 12 Uhr in den Gaststätten kein Betrieb mehr sein wird, dass diese Maßnahmen eingehalten werden. Und ich kann nur an die Bürgerinnen und Bürger appellieren, dass sie das ernst nehmen, weil das dient am Ende dem Schutz unserer Gesundheit, insbesondere auch dem Schutz der Gesundheit unserer älteren Menschen, die besonders von dem Virus gefährdet sind. Und wir brauchen jetzt eine Zeit, wo die Menschen sich nicht treffen, einfach um die Übertragung dieses Virus zu verlangsamen, damit wir hinterher in der Lage sind, wirklich in unserem Gesundheitssystem die kranken Menschen auch so zu behandeln, wie wir das alle für erforderlich halten und wie wir uns das wünschen in unserem Gesundheitssystem. Herr Beuth, ich weiß nicht, ob ich Sie jetzt richtig verstanden habe. Sie wollen anscheinend an Appellen festhalten, obwohl wir doch gesehen haben bislang, dass die Appelle nicht so viel gebracht haben. Müsste man nicht härtere Maßnahmen ergreifen, so wie das Bayern getan hat? Wir haben ja härtere Maßnahmen ergriffen. Wir haben heute die Anzahl der Menschen, die sich versammeln dürfen, heruntergesetzt auf 5 Personen. Und wir werden die Gaststätten schließen und wir werden dafür Sorge tragen, dass wir gemeinsam mit den Ordnungsämtern, eben aber auch mit der Polizei Präsenz zeigen und die Menschen, die sich nicht an diese Gebote halten, ansprechen. Ich glaube, dass dass wir damit es erreichen können, dass die Bürger, die sich bisher nicht dran gehalten haben, zur Vernunft kommen. Aber wenn das nicht ausreicht, dann wird man sehen, ob man noch weitere Maßnahmen treffen muss. Aber ich glaube, dass wir jetzt erstmal deutlich gemacht haben, dass es uns wichtig ist, dass diese persönlichen Kontakte eben nicht stattfinden und die Menschen vernünftig mit dieser Situation umgehen. Für den Fall, dass es doch Ausgangsbeschränkungen gäbe, haben wir ja eine Frage über Facebook. Miroslava Leser wollte wissen, wenn solche Ausgangsbeschränkungen erlassen werden, können wir denn dann noch weiter zur Arbeit gehen? Naja, unsere Maßnahmen, die wir bisher getroffen haben, dienen ja einmal dazu, dass wir
die Verbreitung des Virus verhindern wollen. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch ermöglichen, dass noch die Arbeitsfähigkeit der Gesellschaft und unserer Wirtschaft noch weiterhin erhalten bleibt. Das ist ja mit ein Ziel, das zu verbinden. Und deswegen würden natürlich entsprechende Ausgangssperren auch diese Punkte mit in Betracht ziehen oder erwägen. Und, aber es ist im Moment noch nicht unmittelbar geplant, zu Ausgangssperren zu kommen. Deswegen wird man dann die weiteren Regelungen abwarten. Aber es geht ja vor allen Dingen auch darum, dass wir die Kontakte der Menschen untereinander halt eben zurückfahren und dass wir trotzdem die Arbeitsmöglichkeiten in unseren Betrieben erhalten. Eine Frage, die uns mehrfach erreicht hat: Wie lange kann man eigentlich die Leute zu Hause lassen? Wie lange kann man diese ganzen Maßnahmen, die wir jetzt schon haben, die ganzen Beschränkungen, wie lange kann man die gelten lassen? Kann das Ganze mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate andauern? Oder ist da aus Ihrer Sicht eine gewisse Frist gegeben, die das nur maximal andauern kann? Die Maßnahmen, die wir getroffen haben, sind jetzt bis zum Mitte April befristet, bis zum 19. oder 20. April. Und wir werden in den nächsten Wochen sehen, welchen Erfolg diese Maßnahmen gehabt haben. Und dann werden wir neu entscheiden. Herr Beuth, Tanja Schönschmidt möchte wissen, wann ist das alles vorbei? Wann haben wir wieder ein normales Leben? Tja, das würde ich Frau Schmidt gerne auch beantworten. Das können wir im Moment noch nicht prognostizieren. Wir arbeiten im Moment sehr, sehr hart an allen Stellen daran, dass wir unsere Systeme, insbesondere unser Gesundheitssystem darauf einstellen, dass wir mit vielen Infizierten umgehen und ihnen möglichst bestmögliche Gesundheitsversorgung zuteilwerden lassen. Auf der anderen Seite mühen wir uns darum, dass der wirtschaftliche Schaden in Grenzen bleibt, damit unsere Volkswirtschaft diese Situation, diese Herausforderung meistert. Aber Zeiträume und Zeitläufe, wann wir wieder in einen normalen Modus zurückfinden werden, kann man realistischerweise im Moment noch nicht sagen. Herr Beuth, wir haben noch eine Zuschauerin in der Telefonleitung. Auch sie möchte anonym bleiben. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und zwar meine Frage, was passiert oder wie sollte man sich verhalten, wenn Personen, die eventuell infiziert sind, Tür an Tür mit Risikopersonen wohnen, aber ihre Infizierung nicht preisgeben? Weil da hat man ein Problem, weil das greift um sich. Also Sie meinen, Sie wissen, dass jemand infiziert ist? Aber nein, das könnte sein, weil die kamen aus dem Risikogebiet, waren stark erkältet, als sie zurückkamen und sagten aber beim Arzt, also auf Anfrage, der Arzt hätte nur gesagt, das wäre eine ganz normale Erkältung. Aber Sie haben Zweifel, dass das stimmt. Außerordentlich, aber es gibt Risikogruppen. Wie verhält man sich da, wenn man nicht genau weiß, was Sache ist? Gute Frage, Herr Beuth. Wie verhält man sich, wenn man den Verdacht hat, dass der Nachbar infiziert sein könnte? Also ich glaube, es ist wichtig, dass man auf sich und seine... Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Hygienevorschriften oder die Hygienehilfen, die verbreitet sind, dass man die einhält, dass man den Abstand zu seinen Mitmenschen im Moment auf einer gewissen Distanz hält. Und mit diesen Hygienevorschriften kann man auch ein Ansteckungsrisiko minimieren. Deswegen ist es nicht sozusagen zwingend ein größeres Problem, wenn in der Nachbarwohnung jemand infiziert ist. Aber man muss natürlich bei Begegnungen und so weiter einfach auf die Abstandsregeln und auf die Hygienevorschriften insgesamt achten. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank, Innenminister Peter Beuth. Sie müssen wieder in den Krisenstab. Dankeschön. Danke Ihnen. Saskia Steffen ist Arbeitsrechtlerin, Juristin. Was sagt die Juristin zu möglichen Ausgangssperren, zu den Verboten, die wir jetzt schon haben? Gruppen von 5 Personen dürfen sich maximal treffen. Was kann mir passieren, wenn ich dagegen verstoße? Naja, das ist eine sehr allgemeine Frage, die sich schwer zu beantworten lässt. Also arbeitsrechtlich hat das erstmal keine Konsequenzen. Ansonsten bedeutet das jetzt, dass sich die Bevölkerung nicht mehr in einer größeren Gruppe als 5 Personen treffen darf. Wenn sie es doch tut, kann ein Platzverweis erteilt werden, die Versammlung oder die Ansammlung aufgelöst werden und gegebenenfalls Bußgelder ausgesprochen werden.
Jens Hoffmann ist unser Psychologe. Was macht diese Situation mit uns? Was passiert, wenn die Menschen solchen Einschränkungen unterworfen sind in einem freien Land wie Deutschland, wo wir gewohnt sind, dass wir so viele Freiheiten haben normalerweise? Es ist, glaube ich, eine sehr neue Erfahrung und die erstmal, was wir auch gesehen haben, von einigen Leuten auch gar nicht ernst genommen wird, weil wir sind das gar nicht mehr gewöhnt, solche schwierigen Gefahren dann auch zu haben. Ich denke eben auch hier, die Zuschauerin, die ja eine Anfrage gestellt hat, die Verunsicherung ist eben dann auch sehr groß. Und das kann ja manchmal auch, ist vielleicht mein Nachbar oder meine Nachbarin vielleicht auch erkrankt, dass wir da schauen, dass solche Sorgen oder Ängste auch formuliert werden können. Und also jetzt nicht, dass man den Nachbarin oder fragt dann auch, aber dass wir auch uns eingestehen, das ist für uns eine neue Situation und das macht auch Angst. Und eine Verunsicherung, eine Angst in dieser Situation ist eine normale Reaktion, die wir gerade hier erleben. David Gronefeld von der Frankfurter Uniklinik, Experte für Lungenerkrankungen. Wie groß muss die Angst tatsächlich sein? Wir erleben ja, dass viele junge Leute vor allem sagen, ach na ja, das kommt schon alles nicht so schlimm, wird mir nichts ausmachen. Wir sehen aber in Italien nun diese enorme Zahl an Todesfällen. Wie groß sollte die Angst sein, die wir vor diesem neuen Virus haben müssen? Die Gesellschaft befindet sich, denke ich mal, in einer Krise, wie wir sie zuletzt im Zweiten Weltkrieg hatten. Das bedeutet, dass die Angst groß sein muss. Es kann so nicht weitergehen. Wenn sich die jüngeren Menschen in Deutschland weiterhin so verhalten, dann muss es dazu führen, dass wir Ausgangssperren flächendeckend kriegen werden. Weil wir müssen aktuell eindämmen, wir müssen die Bewegung mindern, damit wir Zeit gewinnen, damit irgendwann einmal ein Impfstoff entwickelt werden kann. Und deswegen muss letztlich dann auch die Angst, das hat heute auch ein Max-Planck-Direktor gesagt, die muss größer werden, damit die Leute aufhören, ständig weiterzumachen mit dem Corona-Party-Feiern und so weiter und so fort. Das geht jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt still sein, wir müssen in den Familien bleiben, wir müssen auf Hygiene achten. Es ist tatsächlich auch so, dass junge Menschen, das hat man gehört in der Berichterstattung aus Italien zum Beispiel, dass auch junge Menschen an Beatmungsmaschinen angeschlossen werden mussten. Ich habe gehört, das soll auch in Frankfurt schon der Fall gewesen sein. Also es gibt wohl auch einzelne Fälle, wobei man einschränkt, wir müssen das einschränken. Wir wissen nicht genau, die 3000 Menschen, die da verstorben sind, was die noch so gehabt haben. Wie alt waren diese Menschen? Waren sie Raucher? Haben sie Komorbiditäten, so nennt man das, andere Erkrankungen gehabt? Wir müssen diese Daten sehen. Glauben ist schlecht, aber ich denke mal, es ist eine Erkrankung, die sich vor allen Dingen auf ältere Menschen bezieht, die andere Erkrankungen noch haben, wie schwere Lungenerkrankungen, Raucher beispielsweise. Da müssen wir wirklich sehr aufpassen. Jüngere Menschen haben das wirklich wesentlich weniger, sodass die Gefahr, dass wir jetzt Kinder, Jugendliche haben, die auf den Intensivstationen landen, aktuell nicht so groß ist. Aber die Gefahr ist sehr groß, dass diese jungen Menschen ganz einfach, weil es unentdeckt bleibt, die Erkrankung einfach weiter zu den älteren Menschen tragen und die werden dann schwer krank. Wir haben eine Frage, die uns über Facebook erreicht hat, von Isabel Köster. Wenn man infiziert ist, wie lange dauert dann die Krankheitsphase? Das kommt drauf an. Bei leichten Erkrankungen geht man davon aus, leichte Symptome 1 bis 2 Wochen. Schwere Verläufe 3 bis 6 Wochen. Wenn die Erkrankung Richtung schwerer Verlauf geht, dann ist ungefähr nach 7 bis 8 Tagen der Zeitpunkt gekommen, dass es dann tatsächlich auch eine schwere Erkrankung ist. Die Patienten, die nur leichte Symptome haben, positiv getestet worden sind auf das Coronavirus, die nach einer Woche noch einen milden Verlauf haben, da sieht es eigentlich ganz gut aus, dass es bei einer milden Erkrankung bleibt. Wenn es schwer wird, dann wird es ungefähr nach einer Woche schwer. Ja. Die schweren Verläufe dauern leider sehr lange, 3 bis 6 Wochen. Und das bedeutet, dass diese Patienten lange auf unseren Intensivstationen liegen werden. Und das ist unser großes Problem. Wir haben in Deutschland so viel Intensivbetten wie praktisch nirgendwo in Europa. Auch in Relation gesehen weitaus mehr als andere Länder. Wir haben um die 28.000 Intensivplätze in Deutschland. Hätten wir das italienische Gesundheitssystem, dann wären es nur ungefähr 11.000 Betten. Also wir sind hervorragend von unseren Grundbedingungen. Aber wir müssen sehen, dass wir nicht auf einen Schlag zu viele schwerkranke ältere Patienten haben werden. Eine andere Frage, die uns mehrfach erreicht hat, wenn es diese milden Verläufe auch gibt, wie erkenne ich denn überhaupt, ob ich tatsächlich infiziert bin?
Ja, das ist ein großes Problem. Wir wissen, dass bei 80% der Fälle nur sehr, sehr milde Verläufe, die man teilweise gar nicht erkennt, bei Kindern beispielsweise vorhanden sind. Das bedeutet, dass höchstwahrscheinlich die Dunkelziffer wesentlich höher sein wird, 7 bis 10 Mal höher. Und genau das ist der Grund, weswegen wir unsere Gesellschaft entschleunigen müssen, weswegen wir die Sozialkontakte einstellen müssen, weswegen wir nur noch uns letztlich in unserer Familie bewegen sollen, um eben zu verhindern, dass die nicht erkannten positiven Fälle dann andere anstecken. Das gilt es im Moment einzudämmen. Herr Hoffmann, das sind ja drastische Maßnahmen. Wir müssen jetzt über Tod und Sterben sogar reden, vielleicht auch mit den Kindern, die die Großeltern nicht mehr besuchen dürfen, die mit so einem Thema bislang überhaupt nicht konfrontiert waren. Was können Sie da empfehlen für Eltern, die jetzt mit ihren Kindern, mit kleinen Kindern über dieses Thema sprechen müssen? Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das auch kindgerecht dann auch formuliert. Also, dass wir nicht in der Erwachsenensprache das dann auch erzählen, sondern dass wir dann auch ja versuchen, anhand von vielleicht auch Spielen mit dem Kind dann auch das Ganze dann auch zu erläutern. Weil wenn man das nicht tut, wenn man nicht das Ganze anspricht, ist das so ein Gefühl von Bedrohung möglicherweise, was das Kind dann auch aufnimmt und was es dann ja beschäftigt, ohne dass genau das richtig auch greifen kann. Und das kann natürlich dann sehr problematisch dann auch sein. Und eben auch, dass man ein bisschen aufpasst, was kommt von den Nachrichten rein dann auch. Wenn ein Kind das hört und auch hier verunsichert ist, ist es wichtig, dass wir eben auch als Erwachsene das ja einordnen oder eben dann auch, wenn Ängste auch sind, die adressieren oder manchmal vielleicht auch einfach das Kind ja, dem stärken, indem wir es einfach herzen. Es gibt ja in den Medien auch Fake News. Es gibt auch Dinge, die da transportiert werden, die man wahrscheinlich von Kindern fernhalten sollte. Ja. Diese Fake News-Geschichte ist hochproblematisch, die wir gerade sehen. Also diese Verschwörungstheorien haben eine Eigendynamik gewonnen, was wirklich problematisch ist, was ja eben dann auch den richtigen Umgang hier mit dieser Krise dann auch erschwert. Und da sehe ich wirklich eine größere Gefahr, als wir lange gedacht haben, eben auch, dass dann Menschen oder vielleicht junge Menschen, die gar nicht sozialisiert sind, sag ich mal, mit Medien, mit seriösen Medien dann auch die Sachen aufgreifen im Internet und dann eben solche Verschwörungsdynamiken zu falschen Verhalten führen und möglicherweise auch Aggressionen, Konflikte schüren. Saskia Steffen ist Juristin, Arbeitsrechtlerin im Speziellen. Wir haben mehrfach die Frage gestellt bekommen, was ist denn jetzt, wenn ich meine Kinder betreuen muss und deswegen nicht zur Arbeit gehen kann? Wie ist die Situation dann? Kann ich meinem Arbeitgeber sagen, ich habe keine Kinderbetreuung, ich bleibe zu Hause? Also jetzt in dieser ganz besonderen Situation sollte auf beiden Seiten in jedem Fall eine gute Kommunikation geführt werden. Grundsätzlich hat sich aber auch in dieser Situation nichts daran geändert, dass die Eltern verantwortlich für die Kinderbetreuung sind und alles unternehmen müssen, um eine solche sicherzustellen. Grundsätzlich kann man sagen, dass es einen Zeitraum vielleicht von 3 bis 5 Tagen gibt, in denen die Eltern sagen können, ich habe jetzt keine Betreuung, aber es ist ja momentan auch sehr schwer. Schulen fallen aus, Kindergärten fallen aus, man darf die Kinder nicht zu den Großeltern bringen. Das heißt, auch hier kann man von den Arbeitgebern eine größere Kulanz erwarten. Und das wird ja nun auch vielfach versucht, die Eltern ins Homeoffice zu schicken. Große Sorge ist natürlich, wie geht es weiter mit dem Einkommen? Was passiert mit meinem Gehalt, wenn ich jetzt beispielsweise in Quarantäne muss? Bei der behördlich angeordneten Quarantäne gibt es 6 Wochen Entgeltfortzahlung. Danach kommt das Krankengeld, das von der Krankenversicherung gezahlt wird. Der Arbeitgeber kann sich diese ersten 6 Wochen allerdings von der zuständigen Behörde zurückholen. Wenn man infiziert ist, dann zahlt ja sowieso die Krankenkasse. Genau, dann ist man arbeitsunfähig und dann gibt es auch erstmal die 6 Wochen Entgeltfortzahlung und wenn die abgelaufen sind, kommt dann das Krankengeld. Wir haben hier eine Frage von Timo Stockhause. Darf in einer Ausgangssperre mein Sohn noch zu mir kommen, der bei meiner Ex-Frau lebt? Das ist eine schwierige Frage. So. Naja, das kommt natürlich auf die Ausgestaltung der Ausgangssperre an. So wie wir es jetzt vernehmen, wird es möglich sein, dass der Sohn noch, ich weiß nicht, ob es jetzt der Vater ist, ihn aber besuchen kann. Ja. Wir haben über das Thema Quarantäne gesprochen, Herr Grunberg. 2 Wochen, haben wir gesagt. Ist das eigentlich ausreichend tatsächlich? Oder würde auch weniger reichen? Ja, wir wollen schon 2 Wochen haben. Das ist das Übliche, sage ich mal.
kürzer zu greifen, ist ganz einfach die Gefahr, dass Sie jemanden haben, der negativ getestet war, dann in Quarantäne kommt, weil er Kontakt hatte und dann irgendwann doch noch diese Symptome entwickelt und bis dahin einen milden Verlauf hat. Deswegen wollen wir da einfach nicht irgendwie jetzt anfangen zu experimentieren, sondern die 14 Tage sind schon sehr, sehr sinnvoll. Wir haben einen Anrufer, Norbert Kapraun, habe ich verstanden. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wie ist Ihre Frage? Ja, meine Frage an sich ist, weiß nicht, ob die schon mal gestellt wurde. Tiere, ne? Es gibt ja viele Menschen, die Tiere haben, Hunde, Katze, was auch immer. Ist es möglich, dass dieser Virus auf das Tier übertragen werden kann? Die Rückfrage wäre, würde dann ein Tier gleichzeitig wiederum einen Menschen anstecken? Interessante Frage. Wir gehen ja davon aus, dass das Virus ursprünglich vom Tier auf den Menschen übertragen wurde. Genau. Ist das auch andersrum möglich? Ja, Herr Groneberg. Da sind ja Fledermäuse in der Debatte. Das käme von Fledermäusen theoretisch. Da kann ich jetzt nichts Genaues zu sagen. Also ich kann Ihnen nicht sagen, ob das Virus vom Menschen auf die Katze, auf den Hund springen kann und dann wieder zurückkommen kann. Da kenne ich die Datensituation nicht. Ich habe das nicht gehört, dass es der Fall ist. Aber ausschließen kann ich das im Moment nicht. Da muss man mal die Literatur dazu diesem Thema sichten. Das ist sicherlich auch etwas, was dann erst in den nächsten Monaten, sage ich mal, erforscht wird. Auf der anderen Seite wird es so sein, man könnte das im Labor versuchen hinzukriegen, aber wer möchte denn ein Tier infizieren und dann darauf warten, dass das Tier einen Menschen dann wieder infiziert? Im Real Life kann man das überhaupt gar nicht überprüfen, weil so viele andere Menschen potenziell infektiös gewesen sein können, dass man das nie nachweisen kann, dass es tatsächlich der Hund oder die Katze gewesen sein war. Aber da wir jetzt soziale Kontakte vermeiden sollen, es sollte ja eigentlich die Gefahr gar nicht sein, dass der Hund die Katze dann wieder andere Menschen ansteckt, weil wir ja die anderen Kontakte sowieso vermeiden sollen. Wir haben eine weitere Frage von Julian Chilwap. Worin unterscheidet sich bei den Symptomen von Corona der trockene Husten zu einem normalen Husten? Ja, also wir unterscheiden Husten, trockener Husten von dem Niesen. Wenn man sich jetzt frisch erkältet hat und man niest und man merkt richtig, da fliegen Aerosole raus, 20, 30 Meter, das ist Niesen. Und das ist verbunden mit einer laufenden Nase. Ja, wer eine laufende Nase hat, der niest. Und das findet man nur in unter 5% der sogenannten Covid-19-Fälle. Das bedeutet, wenn jetzt jemand plötzlich eine laufende Nase hat und richtig niest, dann ist es nicht so wahrscheinlich, dass genau das ein Coronavirus-Fall ist. Viel eher ist es der Fall, wenn jemand ein Fieber entwickelt, zusätzlich sich sehr abgeschlagen fühlt und einen trockenen, reizenden Husten entwickelt und eben nicht die laufende Nase und das Niesen. Jetzt im Frühjahr müssen ja viele auch durch verschiedene Blüten aufgrund allergischer Reaktionen niesen. Sollte man aber auch trotzdem in jedem Fall in die Armbeuge machen, denke ich. Da schließt sich auch eine Frage an von einer Zuschauerin. Kann jetzt jemand, der dann mich am Ärmel berührt, könnte der sich wiederum infizieren? Also die Husten- und Niesetikette ist extrem wichtig. Weil auch jemand, der jetzt Heuschnupfen kriegen kann, und das ist ja laufende Nase, Niesen, der kann ja theoretisch gleichzeitig auch sich gerade angesteckt haben mit einem Coronavirus und Covid-19 jetzt entwickeln. Deswegen, man kann also auch Läuse und Flöhe haben. Deswegen ist es extrem wichtig, auf diese Husten- und Niesetikette zu achten. Um auf diesen speziellen Fall zu kommen, jemand hat Coronavirus, niest sich in die Armbeuge. Und die Frage, ob, wenn ich dann da reingreife, ich mich infizieren kann, dann ist die Antwort ja, genau. Und deswegen gibt es Hygiene. Deswegen waschen wir uns unsere Hände und deswegen desinfizieren wir uns die Hände und deswegen fassen wir genau nicht dahin, wo jemand vorher hingenossen hat. Ob das jetzt eine Türklinke ist, die angefasst wird, oder ob das eine Armbeuge ist, wenn man das Gefühl hat, dass man so etwas angefasst hat, muss man sich danach die Hände waschen. Das ist ganz entscheidend. Die Handyhygiene. Und ein anderer Punkt in diesem Zusammenhang ist, Handyhygiene ist das eine, aber man kann auch ganz normale Lederhandschuhe tragen, wenn man jetzt sich nach außen begibt. Warum ist das wichtig? Weil wenn ich einen Lederhandschuh anhabe, dann fasse ich mir nicht so häufig ins Gesicht. Und das ist nämlich der Punkt, es ist das ins Gesicht fassen. Es ist eben, dass man dann die Hand mit einem Aerosol, was Coronavirus enthält, sich dann ins Gesicht fasst. Und wir wissen ganz genau, Leute fassen sich ständig ins Gesicht. Sie fassen sich an die Augen, an die Ohren, in die Nase. Und wenn Sie einen Handschuh tragen, tun Sie das nicht so oft.
Herr Hoffmann, viele Dinge sollen wir beachten. Vieles ist uns an Appellen mitgegeben worden. Haben Sie den Eindruck, dass das richtig gut passiert ist? Oder hat es da auch Vermittlungsprobleme gegeben? Also es wirkte auf mich, dass es so gewissermaßen mal eine Information gab, dann hat es wieder ein bisschen gestottert. Das gab ja auch verschiedene Bundesländer, auch verschiedene Empfehlungen. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass vielleicht die Dringlichkeit gar nicht so wahrgenommen wurde. Wenn der eine das sagt, der andere das sagt, dann ist es vielleicht ja doch gar nicht so problematisch gewesen. Ich glaube, es wurde auch am Anfang etwas, ja, als weniger bedrohlich dann auch geschildert, als es war. Vielleicht war das dann aus der Erkenntnisstand dann auch. Aber ich denke, die Klarheit, die wir jetzt haben, auch mit den Konsequenzen, die das haben muss, wie wir uns verhalten sollen, ich glaube, da waren wir doch etwas schleppend. Mittlerweile ist es angekommen. In vielen Betrieben wird auch entsprechend reagiert. Frau Steffen, wenn ich jetzt Homeoffice machen soll, muss ich Homeoffice machen? Muss mir der Arbeitgeber einen entsprechenden Rechner, Arbeitsplatz zur Verfügung stellen? Also grundsätzlich bin ich nicht verpflichtet, ins Homeoffice zu gehen. Dafür braucht es eine Regelung zwischen Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer oder mit dem Betriebsrat. Die Frage ist ja jetzt momentan eher viel mehr, habe ich einen Anspruch darauf, ins Homeoffice zu gehen? Und das muss man dann genauso übersetzen. Auch hier bedarf es immer der Regelung zwischen Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer. Ich habe gelernt, es gibt einen Unterschied auch zwischen Homeoffice und mobilem Arbeiten. Ja. Das mobile Arbeiten, das ist viel eher möglich, weil dann nicht die ganzen Arbeitsschutzrichtlinien gelten, die beim Homeoffice gelten würden. Ist das richtig? Richtig. Die Abgrenzung ist aber hier, dass man mobiles Arbeiten nur annimmt, wenn man maximal 20% der Arbeitsleistung von zu Hause oder an einem anderen Arbeitsplatz als im Betrieb erbringt. Das wird natürlich hier jetzt relativ schnell erfüllt sein, dass eigentlich die Voraussetzungen für das Homeoffice erfüllt sind, sodass Arbeitgeber zu Hause einen vollständigen Arbeitsplatz einzurichten hätten. Hier muss man jetzt aber natürlich sagen, in dieser Sondersituation, in der auch viele Unternehmen ohnehin finanziell zu kämpfen haben, würde das natürlich noch deutlich höhere Kosten bedeuten und wird jetzt auch einfach schlicht nicht umsetzbar sein. Hier haben wir über Facebook eine Frage an Saskia Steffen von Amarush Abu Rayan. Ist man als Taxifahrer zur Fahrgastbeförderung verpflichtet? Naja, also wenn man angestellt ist und das das Berufsbild ist, dann muss auch ein Taxifahrer weiterhin seine Arbeitsleistung erbringen. Ja. Und wenn der den Eindruck hat, da kommt jemand, der schon hustet? Ja, dann kann man natürlich in dem Falle schon darauf hinweisen, dass man das nicht möchte. Aber es kann natürlich zu Problemen mit dem Arbeitgeber führen, wenn es dann rückwirkend irgendwie zu Beschwerden kommen sollte. Mhm. Herr Gruneberg, wir müssen alle vorsichtig sein, wenn wir jetzt Dinge tun, die wir nicht vermeiden können, so wie der Taxifahrer vielleicht oder wenn ich zum Einkaufen gehe. Worauf sollten wir dabei achten? Letzten Endes ist das, was wir immer wieder fordern, dass die Basic-Hygienemaßnahmen eben eingehalten werden. Man muss davon ausgehen, dass praktisch all das, was man anfasst, sei es ein Türgriff oder ein Einkaufswagen, dass das potenziell infektiös ist. Das, weil eben vorher jemand, der keine Symptome hatte, sich in die Hand genossen hat und dann da rangekommen ist an den Einkaufswagen. Und das bedeutet, dass ich schauen muss, dass ich, wenn ich den angefasst habe, mir danach, bevor ich mir wieder mit der Hand ins Gesicht fahre, was eben so häufig passiert, dass ich mir die Hand dann ordentlich gewaschen habe. Und ein Schritt, um dazwischen noch mal was einzubauen, ist so etwas wie einen ganz normalen, jetzt wo es wärmer wird, ungefütterten Lederhandschuh zu tragen. Es wird auch immer wieder angesprochen, ob das Tragen von Mundschutz etwas Gutes ist, eine Rolle spielt. Da ist es so, dass es eigentlich einhellige Meinung ist, dass ein normaler chirurgischer Mundschutz nicht hilft, dass man sich ansteckt. Der kann aber getragen werden beispielsweise, damit man sich nicht so oft ins Gesicht fasst. Ja, also die Viren, wenn die aerosolisch über ein Aerosol angeflogen kommen, die würden durch den Mundschutz durchgehen. Aber die Schmutz- und Schmierinfektion, wenn ich mit der Hand an den Einkaufswagen gekommen bin. Wenn ich einen Mundschutz trage, fasse ich mir dann nicht so schnell ans Gesicht. Und das kann ein Punkt sein, wo dann der Mundschutz schon wieder eine Rolle spielen kann. Der zweite Punkt ist, wenn ich selber die Symptome unerkannt in mir trage, das Virus, und ich einen Mundschutz trage, dann niese ich andere Leute oder huste ich andere Leute nicht so einfach an, weil ich eben den Mundschutz trage. Also es ist eher ein Schutz anderer in diesem Fall. Also das sind Sachen, über die wir heute reden. Hände waschen,
Mundschutz theoretisch tragen, wobei es einem persönlich nicht so viel hilft, wie gerade festgestellt. Aber das sind Maßnahmen, über die wir reden müssen. Das Entscheidende ist ganz einfach, nicht mit der Hand an den Mund, an die Nase, an die Augen kommen. Das ist das Entscheidende und das tun wir einfach immer wieder. Es ist angeboren. Können Sie das nochmal mit dem Mundschutz erklären? Weil man denkt doch, also wenn die Tröpfchen nicht durchgehen von meinem Mund nach außen, warum kommen dann die anderen Tröpfchen aber rein? Das sind andere, die sind kleiner, feiner oder wie muss ich mir das vorstellen? Also es geht darum, diese Mundschutze, Sie kennen die Klassifikation FFP1, ist ganz leicht, FFP2 mittel, FFP3 schwer. Da geht es um die Möglichkeit des Zurückhaltens von Erregern, von Viren. Und diese einfachste Stufe, der chirurgische Mundschutz, der ist sehr durchlässig. Durch die Seiten kommt es vor allen Dingen rein. Und ein bisschen Virus, der durch die Seite reinkommt, kann jemanden dann theoretisch infizieren. Wenn ich aber selbst infektiös bin und huste, dann kommt ja ganz viel Virus raus aus mir direkt. Und da kann ein Mundschutz natürlich von den 100%, sage ich mal, 70-80% theoretisch einfangen. Kommt immer noch ein bisschen raus, aber nicht so viel wie vorher. Und Studien haben gezeigt, dass Niesen, wer niest, also jetzt nicht der trockene Husten, aber dieses herzhafte Niesen, kann Aerosole bis zu 20 Meter weit herausschleudern, im ungünstigsten Fall. Das ist aber eben beim Coronavirus glücklicherweise nicht so, dass es das starke Niesen ist, sondern nur der trockene Hustenreiz, sodass wir davon ausgehen, dass wenn Sie 1 bis 2 Meter Abstand halten, dass Sie da auf der sicheren Seite sind. Deswegen Abstandsregeln einbauen. Das ist das Nächste, was sehr, sehr wichtig sind. Wenn wir rausgehen, immer Abstand halten. Und das führt dann dazu, wenn, wie eben gehört, der Nachbar vielleicht unerkannt infektiös ist, ich aber meinen Abstand halte, dass ich dann eben nicht mich daran infiziere. Das ist sehr, sehr wichtig. Würde es denn reichen, dass der mit mir redet oder muss der tatsächlich husten? Also wenn ich jetzt im Büro auf dem Gang an jemandem vorbeilaufe und der sagt, schönen guten Tag oder hallo, kann es dann schon reichen, dass darüber das Virus, also hält man lieber den Mund, wenn man sich begegnet im Vorbeigehen? Also wir gehen davon aus, dass das bloße Reden nicht dazu führt. Man sagt, enger Kontakt bedeutet, wenn man 15 Minuten lang mit jemandem in einem engen Kontakt gewesen ist, dann gilt es als ein enger Kontakt und diese Person sollte dann unter Quarantäne gehen beispielsweise. Das ist ein enger Kontakt. Das bloße Reden miteinander führt nicht dazu, aber Abstand halten gilt überall. Das gilt natürlich auch auf Bürogängen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, weil Sie wissen nicht, wo der Mensch, den Sie da treffen, gerade gewesen ist, mit wem er Kontakt hatte. Deswegen wollen wir eigentlich die Kontakte insgesamt so minimieren, dass Sie wirklich nur noch im Rahmen Ihrer Familie richtig engen Kontakt pflegen und Abstand zu allen anderen Menschen halten. Aizon Tustac möchte wissen, wenn man einmal infiziert ist, kann man nach der Genesung dann sich wieder infizieren oder ist man immun? Das können wir heute noch nicht so genau sagen. Also wir gehen alle davon aus, dass da erstmal eine Immunität besteht. Wie lang ist die? Ist die 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre? Wir wissen es nicht, weil es sich ja um ein ganz neues Virus handelt. Ich kenne noch keine Fälle, die gezeigt haben, jemand hat die Erkrankung, ist genesen und hat dann nach 2 Wochen später wieder die Erkrankung gehabt. Ich glaube, dass diese Fälle noch nicht dokumentiert sind und ich wäre sehr vorsichtig, wenn solche Fälle dokumentiert werden. Ist nicht unbedingt glaubhaft. Aber wir wissen es noch nicht genau, weil es ein ganz neues Virus ist. Es ist wohl erst so seit Dezember in China unterwegs gewesen. Deswegen gibt es dazu noch überhaupt keine Aussagen. Aber man geht von einer Immunität aus, die schon eine gewisse Zeit lang andauern sollte. Vielen Dank erstmal. Bevor wir unsere Gesprächsrunde fortsetzen, möchten wir Ihnen noch einen weiteren kurzen Film zeigen. Wir haben in den letzten Tagen gesehen, klare Appelle haben wenig gebracht. Wir sollten nicht aus dem Haus gehen. Wir sollten, wie jetzt auch wieder gehört, Sicherheitsabstand halten. Aber viele, vor allem junge Leute, halten sich überhaupt nicht dran. Sie treffen sich ganz unbekümmert im Park, sitzt bei dem schönen Wetter, als die Sonne so schön geschienen hat, in größeren Gruppen. Sie machen Picknick. Tja, und seit Tagen steigt dementsprechend die Kurve der Infizierten immer steiler an. Seit heute haben wir 962 bestätigte Coronavirus-Fälle in Hessen. Dazu den 2. Todesfall, eine 89 Jahre alte Frau aus dem Kreis Offenbach. Dass die Infektionszahlen so rasant steigen, das liegt daran, dass sich das Virus exponentiell vermehrt. Eindrücke aus Frankfurt von der Unbekümmertheit vieler Menschen. Ich persönlich glaube nicht daran, dass es wirklich Coronavirus gibt, weil das ist eher für mich so ein politisches Thema, dass Politiker viel da was machen, aber ich persönlich mache mir keine Sorgen da.
Deswegen komme ich hier auch, um zu trainieren. Und er ist damit nicht allein. Die jungen Männer am Frankfurter Mainufer wollen nicht auf ihren Sport verzichten. Auch wenn das Trainieren an den Sportgeräten verboten ist. Ja, was sollen wir sonst machen? Sporthallen sind eingefroren. Alles, wir dürfen nirgendwo hin. Als die Polizei kommt, verschwinden die Sportler schnell von den Sportgeräten. Und die Polizei fährt jetzt immer mal wieder Streife. Aber es dauert nur wenige Sekunden, bis die Sportler wieder weiter trainieren. Die Bedrohung des Virus scheint für sie nicht real. Ja, also Corona hat Angst vor mir. Das kann ich wirklich sagen, Graf. Mehr kann ich nicht sagen, weil es ist ein Secret. Es ist kein Spaß. Viele Hessen gehen weiterhin raus und halten sich nicht an die Empfehlung, soziale Kontakte zu meiden und zu Hause zu bleiben. Auch nicht in Offenbach. Die Leute halten sich nicht dran, das ist halt das Problem. Man sieht auch immer wieder Gruppen oder Kinder von anderen sämtlichen Häusern, die spielen miteinander, treffen sich überall. Es halten ja nicht viele Abstand, ne? Also wir versuchen es zumindest, wer ja. mehr Haustier hat, ne? Weil die muss raus, ob ich will oder nicht. Einige folgen der Empfehlung und halten 2 Meter Abstand, auch wenn sie sich im Freien aufhalten. Rausgehen ist ja bisher nicht verboten. Ja, es ist ja ein bisschen verwirrend gerade alles. Jeden Tag kriegt man eine neue Info. Wenn es jetzt heißen würde, es gibt eine Ausgangssperre, dann würden wir natürlich nicht rausgehen, ist klar. Und Verbote geben einem ja auch ein bisschen Orientierung. Naja, also es stärkt ja auch die Abwehr. Aber muss man sich dafür mit anderen Menschen treffen? Ich sperre mich jetzt zu Hause ein, ist, glaube ich, für alle, vor allem jetzt momentan bei dem Wetter, ein bisschen schwierig. Zurück in Frankfurt. Den Ernst der Lage haben hier wohl viele noch nicht begriffen. Wir haben immer hier trainiert und jetzt kommen wir auf einmal hier und wir dürfen nicht trainieren. Ich finde es ein bisschen anstrengend. Wenn sich in den nächsten Tagen nichts ändert, könnte auch in Hessen die Ausgangssperre kommen. Eine Vorstellung, die nicht allen gefällt. Also mag ich gar nicht, werde ich immer rausgehen, also trotzdem, ganz ehrlich. Weil ich kann nicht mich im Zuhause immer halten. Nur an die Vernunft zu appellieren, reicht offensichtlich nicht aus. Tja, was passiert dann, wenn wir jetzt enger aufeinander sitzen, wenn wir nur noch zu Hause sind, vielleicht nicht mehr rauskommen oder nicht so häufig rauskommen? Herr Hoffmann, wie sollten wir da miteinander umgehen, damit es keinen Lagerkoller gibt? Also erstmal bei dem Beitrag haben wir gesehen, junge Männer sind häufig ein Problem, weil sie sich stark fühlen, weil sie sich nach außen präsentieren wollen und weil sie manchmal auch nicht das Abstraktionsvermögen haben, solche Gefahren dann auch wahrzunehmen. Tatsächlich ist natürlich dann auch, wenn man zu Hause ist, vielleicht die Wohnung auch nicht so groß ist, ist auch ein großes Konfliktpotenzial. Also man sitzt da auseinander, man kann nicht praktisch rausgehen dann auch. Und das ist natürlich auch wirklich eine Gefahr für Familien dann auch, dass da vielleicht Konflikte entstehen, vielleicht auch Krisen, manchmal auch vielleicht auch ein bisschen ja, zu Gewalt, wenn es schon eine häusliche Gewaltbeziehung da gibt. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Bereich, der bis jetzt noch ein bisschen übersehen wird dann auch. Was kann man dagegen tun? Also ich denke, was wichtig ist, dass die einzelnen Familienmitglieder noch einen Freiraum haben. Vielleicht mal ins Zimmer allein gehen können oder sich mal irgendwie auch auf dem Balkon stehen können, wo ich dann auch wieder durchatmen kann und wo ich auch mal wieder ein bisschen Privatsphäre habe dann auch. Also das wäre eine mögliche Möglichkeit dann auch. Und klare Absprachen treffen. Klare Absprachen. Den Tag vielleicht klar Absprachen strukturieren, treffen. Denke ja, ich, oder? Genau. Also Strukturlosigkeit, die Sie gerade angesprochen haben, das ist etwas, da wird die Zeit zäh und man geht sich gegenseitig vielleicht etwas auf die Nerven. Deswegen Struktur, deswegen auch Aufgaben, vielleicht auch manchmal gemeinsam einen Film schauen und darüber sprechen. Also da, dass der Tag nicht so wie eine Knetmasse ist, sondern dass er auch Höhepunkte hat, vielleicht auch manchmal natürlich langweiligere Phasen, aber dass es vielleicht auch immer etwas gibt, was man für morgen ausmacht, wo man sich auch etwas Positives dann gemeinsam vielleicht auch anschaut. Man könnte sich ja auch bewegen gemeinsam. Es gibt heute viele Fitnessvideos im Internet, wo man auch vielleicht gemeinsam im Wettbewerb gegeneinander antreten kann. Bei größeren Wohnungen geht das bestimmt, ja. Muss man entsprechend Platz haben. So, jetzt genau, nicht hier auf dem, sondern am Telefon. Wir haben einen Zuschauerin in der Telefonleitung. Hallo. Ja, wie ist Ihr Name bitte? Hallo, hören Sie mich, ja? Ja, wir hören Sie. Ja, Kleinig ist mein Name. Hatte ich zwei Fragen. Jetzt hatte ich gerade die Diskussion gesehen über das Rausgehen und so weiter. Dann noch ganz kurz zu. Ich weiß nicht, was ich schauen soll, wenn ich alleine mit meiner Frau in freier Natur gehe. Das ist die eine Sache. Aber was mich an und für sich meine andere Frage, die ich als wichtiger erachte, ist die,
diese ständigen Sondersendungen, Informationen, ist das nicht zu viel? Das ist meine Frage an den Psychiater. Ja, die Leute werden auch dadurch noch mehr verunsichert. Hysterie kommt auf, deswegen kommen auch diese Hamsterkäufe auf. Wäre nicht bei dieser sogenannten Information weniger mehr? Ich habe in der Hessenschau über Corona erfahren, dann kommt jetzt hier extra, in der Tagesschau kommt über Corona fast die ganze Sendung auch ein extra. Ist das nicht für die Leute ein bisschen zu viel? Und wäre nicht weniger Information, aber punktuelle Information besser? Herr Kleinicke, die Frage ist angekommen. Ja, vielen Dank, Herr Kleinicke, eine interessante Frage. Ich darf schon mal eins vorweg sagen. Also wir sehen anhand der Sehbeteiligung, der Einschaltquoten, dass es ganz großes Interesse gibt. Ja? Also die sind höher, als sie sonst sind. Also von daher kann ich schon mal sagen, es gibt ein großes Interesse in der Bevölkerung. Aber trotzdem natürlich die Frage an den Herrn Hoffmann. Kann das auch für den Einzelnen vielleicht zu viel sein, wenn man sich den ganzen Tag damit beschäftigt? Ich kann vielleicht auch noch hinterher schicken. Ich merke das auch selbst. Wir als Journalisten beschäftigen uns ja jetzt auch den ganzen Tag damit. Und ich muss sagen, abends, ich denke dann schon manchmal so, boah, ich bin dann durch. Ja. Ja. Also wir sind ja noch in einer Phase, wo es, sage ich mal, für uns jetzt in den Auswirkungen, auch in den Einschränkungen relativ neu ist. Und deswegen, glaube ich, sind wir da auch gerade noch sehr interessiert daran und wollen noch mehr Informationen dann auch rausziehen. Aber tatsächlich, wenn es sich dann nur noch darum dreht, ist es natürlich dann auch problematisch, weil das ja dann ja auch kippen kann, dass sich dann wirklich sozusagen auch die Ruhephase nicht mehr hat, was ja auch angesprochen wurde. Und deswegen kann da auch ein guter Tipp sein, also dass ich dann sage, okay, ich setze mich abends hin und lese noch ein Buch oder ich schaue mir einen Film an mit den anderen. Also wirklich dann auch Zeiten zu haben, wo ich ganz bewusst eben nicht das Thema Gefahr, Epidemie, sondern eben auch mal Normalität wieder habe. Eine andere Möglichkeit wäre, von zu Hause aus zu arbeiten, was nicht jeder kann, aber viele können das heute. Die moderne Kommunikationstechnik macht es möglich. Dazu hatten wir eine ganze Reihe Fragen bekommen im Detail. Da ging es dann zum Beispiel auch um die Frage mit Urlaub. Wie ist das, wenn ich jetzt Urlaub zum Beispiel eingereicht hatte schon, kann ich den wieder zurücknehmen? Nein, das ist nicht möglich. Also der Urlaub, der einmal eingereicht wurde und vom Arbeitgeber genehmigt wurde, kann weder einseitig vom Arbeitgeber noch einseitig vom Arbeitnehmer wieder geändert oder storniert werden. Wenn ich Überstunden habe, kann der Arbeitgeber jetzt anordnen, die abzubauen? Das ist jetzt eigentlich ein bisschen widersinnig, weil eigentlich wird ja überall weniger gearbeitet. Ja, aber es kann schon auch eine Voraussetzung zum Beispiel für das Kurzarbeitergeld sein. Und das ist vielfach, wird das genauso gesehen wie beim Urlaub. Das ist allerdings falsch. Den Urlaub kann der Arbeitgeber nicht einseitig anordnen. Beim Freizeitausgleich, also sprich beim Abbau von Überstunden, kann der Arbeitgeber diesen einseitig anordnen. Vielleicht bei Berufen, die jetzt gebraucht werden, ne? Da wäre das dann denkbar. Wir haben eine Frage von Gabi Kaufmann über Facebook bekommen. Ich muss meinen Sohn immer zur Arbeit fahren, weil es keine Verbindung gibt. Darf ich ihn bei einer Ausgangssperre noch fahren? Oh, das ist momentan ja alles noch ziemlich offen und nicht geklärt, wie das Ganze ausgestaltet ist. Also auch diese Verordnung, von der wir heute Mittag Kenntnis erlangt haben, ist momentan noch nicht einsehbar. Ich würde momentan sagen, das ist möglich. Wir haben ja auch einfach nur das Ansammlungsverbot von Personen, also von mehr als 5 Personen. Das sollte momentan noch möglich sein. Ja. Und man ist ja dann auch zu zweit im eigenen Auto, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Muss der Arbeitgeber eigentlich der Belegschaft mit? Die Frage hatten wir, glaube ich, schon, oder? Wir haben so viele Fragen jetzt hier schon. Muss der Arbeitgeber mitteilen, wenn es Infizierte gibt? Ja, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also grundsätzlich hat der Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht, sowohl gegenüber dem betroffenen Arbeitnehmer als auch den übrigen Arbeitnehmern. Muss man sich im Einzelfall anschauen, was hier an Kommunikation gegenüber den übrigen Arbeitnehmern zu führen ist. Es gibt ja auch einen Datenschutz. Und man muss auch aufpassen, dass der betroffene Mitarbeiter nicht stigmatisiert wird. Aber dadurch, dass hier dieser Virus sich so enorm verbreitet, wird man wohl nicht umhinkommen, auch im Zweifel über behördliche Anordnungen, dass eine Kommunikation über einen Fall im Betrieb aufgetreten ist. Es gibt immer wieder Fragen nach der Verpflichtung. Also auch bin ich verpflichtet, an Veranstaltungen, betrieblichen, dienstlichen Veranstaltungen teilzunehmen. Ja, wenn es eine Anordnung vom Arbeitgeber gibt, selbst in dieser Situation, die natürlich schwer nachvollziehbar ist, aber wenn es sowas geben sollte, dann ist der Arbeitnehmer verpflichtet, daran teilzunehmen.
Aber das ist sicherlich auch was, wo man erstmal das Gespräch suchen in jedem kann Fall und sollte. Und gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir hier eben, wie gesagt, heute gesagt bekommen haben, größere Gruppen als 5 Personen sollten nicht zusammenkommen. Das betrifft zwar nur den öffentlichen Raum, sollte man aber hier beim Arbeitgeber mal nachfragen, ob das so sinnvoll ist. Herr Grunenberg, viele hoffen jetzt natürlich, dass es möglichst schnell einen Impfstoff gibt, dass es ein Medikament gibt. Wie ist denn da die Situation? Also wir hinken leider ganz schön hinterher. Es ist ja nicht das erste Coronavirus, was auftritt. Und man hätte sich ja erhoffen können, dass im Jahr 2003, da gab es SARS, schon mal angefangen wurde, über einen Impfstoff nachzudenken. Dass dann im Jahr 2010, da gab es das MERS, das Middle East Respiratory Syndrome, dass da auch mit einer Impfstoffentwicklung weitergemacht worden wäre. Und dann hätten wir jetzt aufbauend auf solche schon existierende Impfstoffe die Möglichkeit, einen neuen Impfstoff schneller zu entwickeln. Das wurde nicht getan. Das ist sehr schade. Man stellt sich die Frage, wo sind die Gelder denn hingeflossen? Warum ist in diesem Bereich, Infektiologie nennt man das, Infektionskrankheiten, nicht mehr Forschung unterstützt worden? Das ist sehr, sehr bedauerlich. Wir wissen, dass es jetzt einige Firmen auf der Welt gibt. Eine sitzt beispielsweise in Tübingen, die sich daran machen, so etwas zu entwickeln. Aber normalerweise dauert so etwas Jahre. Und allein die Zulassung dauert mehrere Monate. Wir können hoffen, dass das in den nächsten Dreivierteljahr bis Jahr funktioniert. Und bis dahin müssen wir einfach sehen, dass wir das Virus eindämmen. Und wir müssen dahin kommen, dass nicht ein Infizierter 3 andere infiziert. Das ist dann das aktuelle explosionsartige Ausbreiten des Virus. Und deswegen müssen wir ganz einfach die Gesellschaft eben zum Ruhen bringen. Und das ist genau das, was das Bundesland Hessen aktuell macht, das andere Bundesländer machen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und was wir eben in dem Film gesehen haben, die jungen Herren, die da Klimmzüge betrieben haben, nehmen wir mal an, einer von denen hatte das, hat nur ganz geringe Symptome. Er braucht vielleicht selbst keine Angst davor zu haben. Aber er hat zu Hause einen Vater, eine Mutter, vielleicht jahrelange Raucher. Das können Menschen sein, die jetzt 65, 70 Jahre alt sind, die von ihrem Sohn dann das Virus bekommen, weil er sich gerade infiziert hat an einem anderen, weil er an dieselbe Klimmstange gegangen ist, weil er sich gerade den Schweiß abgewischt hat und sich damit infiziert hat. Und dann kann Vater oder Mutter versterben. Das möchte eigentlich keiner. Und deswegen ist es wichtig, dass man jetzt einfach mal aufhört damit. In der Natur spazieren gehen, wie das ein Anrufer gesagt hat, da spricht aktuell überhaupt nichts dagegen. Aber gemeinsam in Gruppen an Klimmzügen, Klimmzüge zu machen, Sport zu treiben, schweißig zu sein, sich dieselben Sachen anzufassen, das geht überhaupt nicht. Das muss eingedämmt werden. Und solange das nicht passiert, muss es immer weitergehen mit Informationssendungen, damit auch jeder weiß, dass genau das im Moment das Falsche ist, was man tun kann. Wir haben noch eine Zuschauerfrage von Katrin von Herf, gibt es einen Test, um die Immunität gegen Covid-19 zu bestimmen? Also wenn man das bereits überstanden hat, nehme ich an, meint das, gibt es dafür einen Test? Also man testet im Moment, ob das Genom des Virus im Körper ist. Und danach würde man nachschauen, ob der da war. Da würde man Antikörper sich anschauen. Und das wird sicherlich entwickelt. Immunglobuline nennt man das, spezifische gegen Covid-19, gegen dieses Coronavirus. Aber aktuell spielt das noch überhaupt gar keine Rolle für uns, weil wir sind in der Phase des explosionsartigen Auftretens. Wir kommen so langsam zum Ende unserer Sendung. Deswegen würde ich Ihnen gerne noch die persönliche Frage stellen. Frau Steffen, wie geht es Ihnen persönlich jetzt in der Corona-Krise? Also gesundheitlich geht es mir gut. Natürlich kann auch ich sagen, dass das mich nicht völlig frei lässt, die Auswirkungen, die da auf uns zukommen. Ich muss auch sagen, dass ich die Berichterstattung in den ersten Wochen sehr schwierig fand. Man konnte das nicht ganz einordnen. Wir müssen gucken, wie wir bei uns in der Kanzlei mit dem Thema umgehen. Herr Hoffmann. Ich fand das die letzten beiden Tage sehr bedrückend, wie die Straßen leerer geworden sind. Also jetzt nicht an der Sinnhaftigkeit natürlich dieser Maßnahmen zu zweifeln, sondern zu erleben, wie eine Stadt auf einmal ja verwaist und einsamer wird und eben dann auch daraus sagen die Kenntnis wieder, vielleicht können wir dann noch über andere Kanäle wieder miteinander sprechen. Also das, wenn das länger andauert, glaube ich, ist das erstmal eine Umgewöhnung, auch die wir haben. Herr Grunenberg, Sie haben bestimmt sehr, sehr lange Arbeitstage und müssen dann anschließend noch ins Fernsehstudio. Ja, aber es geht mir und meiner Familie eigentlich sehr, sehr gut. Ich mache mir vor allen Dingen im Moment Gedanken um die Wirtschaft.
Das kann nicht lange so weitergehen in Deutschland. Wir haben das beste Gesundheitssystem der Welt, was einen Flächenstaat betrifft. Uns geht es gut, um uns herum den Staaten geht es schlechter, Europa geht es schlechter, der Welt geht es schlechter. Und darüber mache ich mir im Moment sehr, sehr Gedanken und natürlich auch darüber, wie wir die älteren Populationen, die älteren Menschen mit schweren Vorerkrankungen, wie wir die einfach retten können. Und deswegen müssen wir jetzt das Ganze eindämmen. Wir müssen zum Stillstand kommen und wir müssen Händehygiene betreiben. Wir dürfen eben keine Fehler machen, um das Ganze zum Stehen zu bringen, bis dann ein Impfstoff endlich irgendwann entwickelt sein wird und zur Verfügung steht. Wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Ich darf mich bei unseren Gästen bedanken. David Groneberg von der Frankfurter Uniklinik, Jens Hoffmann, der Psychologe, und Saskia Steffen, die Arbeitsrechtlerin. Danke, dass Sie hier waren. Wir sind auf Abstand geblieben hier bei uns im Studio. Bleiben Sie gesund und Ihnen auch. Danke fürs Zuschauen. Das war unser Hessen Extra Corona und die vielen Fragen. Wir werden Sie weiter auf dem Laufenden halten, online unter hessenschau.de, natürlich über unsere Radiowellen und auch im Fernsehen. Wenn es besondere Entwicklungen gibt, dann auch wieder mit einem Hessen Extra. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Tschüss.